die Bibel sagt, nachdem wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte. Und man muss verstehen, dass Abraham war gerettet viel früher als das. Weil die Bibel sagt, dass Abraham durch Werke gerechtfertigt wurde, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte. Er war 130 Jahre alt, als er das gemacht hat. Oder? Mhm. Aber er ist gerettet geworden viel früher. Und man kann das sehr klar zeigen von Römerbrief. Bist du jetzt im Römerbrief 4, Anselm? Oder? Nee, ich bin in 1. Mose 15, Vers 6, wo es heißt, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm als Gerechtigkeit an. Und in Vers 5 heißt es eben, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst, und er sprach zu ihm, so soll dein Name sein. Also das ist nicht das Ereignis, als er Isaak auf dem Altar darbringen wollte. Das, schon lange vorher war er gerettet, gerechtfertigt vor Gott. Ja, ungefähr 60 Jahre früher war er schon gerettet, war schon gerechtfertigt gemacht vor dem Herrn. Aber Jakobus 2 sagt, dass er durch Werke gerechtfertigt wurde, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte. Das ist, weil, wenn wir an Abraham denken, wir denken an ihn als ein Mann von großer Glaube. Wieso? Weil er in seinem Herzen geglaubt hat? Nein, weil er opferte Isaac auf dem Altar. Das zeigte eine Menge von Glaube, oder? Richtig. Und wir sehen das und sagen, ja, er hat viele Glaube. Das gerechtfertigt er vor uns. In Römer 4, Vers 1 heißt es, was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Also diese Werke, die hätten ihm vor Gott keinen Ruhm gebracht. Gott hätte nicht gesagt, toll, jetzt hast du Werke, jetzt bist du gerettet, sondern wie wurde er gerechtfertigt? Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und das war eben 1. Mose 15, Vers 6, lange bevor er Isaak dargebracht hat. Mhm. Also dadurch, dass er Isaak dargebracht hat, wurde er nicht gerechtfertigt in den Augen Gottes. Er war schon gerechtfertigt. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber es gibt rettenden Glauben. Und was sie unter rettendem Glauben verstehen, ist Glaube plus Werke. Mhm. Du bist schon gerettet, allein durch Glauben, aber wenn du die Werke hast, dann ist das kein rettender Glaube, dann bist du nicht gerettet. Well, rettende Glaube ist Glaube an Jesus. Ja. Und Glaube, die nicht rettet, ist Glaube an Buddha. Oder Glaube an deine eigenen Werke. Und wir haben schon geklärt aus Römer 4, Vers 5, dass rettender Glaube ohne Werke ist. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, und die Bibel sagt auch in Vers 10 von Abraham, wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Die Bibel uns klar sagt, dass er war gerechtfertigt, als er unbeschnitten war. Und er war beschnitten, als ein 99-jähriges Mann war. Als er 99 war, war er beschnitten. Und er hat Isaak geopfert, als er 130 war. Ungefähr 130. Das heißt, dass es unmöglich ist, dass das seine Rettung war vor dem Gott. Es war nur, was zeigte die ganze Welt, dass er gerecht war und dass er so viele Glaube hat. Und heute, wir denken an ihn als einen Mann der Glaube, weil er das gemacht hat. Nicht, weil er in seinem Herzen geglaubt hat. Richtig. Weil das können wir ja gar nicht wissen. Wir können es ja gar nicht sehen.
Ja, genau. Ob jemand glaubt. Also, aber in Vers 11 heißt es ja auch, und er empfing das Zeichen der Beschneidung als ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbestimmten Zustand hatte. Mhm. Das ist einfach nur das Siegel der Gerechtigkeit. Er war schon gerechtfertigt. Er hatte schon Gerechtigkeit von Gott. Aber ich finde, dass einer der wichtigsten Punkte ist, wo es dann heißt in Vers 23, Jakobus 2, Vers 23, und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Also was wurde erfüllt? Es wurde erfüllt, dass er eben auch ein Freund Gottes genannt wurde. Denn Jesus sagt in, das ist Johannes 15, Vers 14, ja, nicht alle Leute, die gerettet sind, sind Freunde Gottes. Richtig, ja. Und auch nicht alle Leute, die gerettet sind, folgen Jesus jeden Tag. Ich wünschte mir, dass das die Wahrheit wäre, dass alle Leute, die an Jesus glauben, ihn folgten und seine Lehrlinge wären. Aber das ist nicht Realität, oder? Dann hätten wir eine viel bessere Welt. Aber die Bibel sagt in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Also nicht, wenn ihr an mich glaubt, sondern wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Das heißt, ich kann glauben, bin gerettet, bin aber trotzdem nicht unbedingt Jesus Freund. Mhm. Und deswegen denke ich, worum es hier geht in Jakobus 2, Vers, was war das? Vers 23, da geht es nicht darum, dass Abraham gerettet wurde, das haben wir schon geklärt, sondern es geht darum, dass er eben zusätzlich, dass er gerettet war, wurde er auch ein Freund Gottes genannt. Und was sehr lustig ist, ist, dass er gibt zwei Beispiele in Jakobus. Er gibt den Beispiel von Abraham. Und wir haben das schon gesehen vom Römerbrief 4, dass you know, er war gerechtfertigt vor Menschen, nicht vor Gott. Aber der andere Beispiel, oder das andere Beispiel, ist Rahab die Hure. Und Leute benutzen diese Kapitel zu sagen, oh, du musst die Gebote des Herrn behalten und du musst alle seine Gesetze behalten. Aber er benutzt eine Hure als Beispiel, dass sie gerechtfertigt wurde von ihrer Werke. Aber das war nicht ihr sauberes Leben. Sie war eine Hure. Sie hatte definitiv kein sauberes Leben. Aber was hat sie gemacht? Sie hat diese rote, wie sagt man auf Deutsch? Diese rote Schnur. Schnur. Diese rote Schnur in ihr Fenster getan. Und sie und ihr Haus waren gerettet, weil sie diese rote Schnur, in dem Fenster getan haben. Und Joshua und alle die anderen Israeliten erkannten ihr Haus und sie haben alle die anderen Leute umgebracht. Aber sie und ihr Zuhause war gerettet, weil sie ihn geglaubt haben, aber sie mussten auch ihre Glaube zu diesen anderen Leuten zeigen. Und die rote Schnur war das Zeichen, dass sie geglaubt hat. Und das ist ein Bild vom Blut, von der Blut Jesus, weil es, ja, es rot war. Weil es ist ein Bild vom Blut Jesu. Verstehst du? Amen, ja. Ja. Und sie wurde dadurch auch im irdischen Sinn gerettet, dass sie eben nicht zerstört wurde. Genau. Ihre Familie. Also sie wäre so oder so in den Himmel gekommen, aber Josua und die Israeliten konnten eben ihren Glauben sehen dadurch. Genau. Sie ist in dem Himmel jetzt, weil sie an dem Herrn geglaubt hat. Aber sie wird als Hure bezeichnet. Also sie ist nicht von ihren Sünden umgekehrt. Sie hat nicht Buße getan von ihren Sünden. Denn Leute sagen ja, du musst zumindest ein bisschen von deinen Sünden umkehren. Zumindest nicht ganz schlimm sündigen. Aber sie hat immer noch schlimm gesündigt. Sie wird immer noch als Hure bezeichnet. Oh, warum sagte Joshua ihr nicht, you know,
du kannst nicht eine Hure sein. Oder so weiterleben wie vorher. Du musst dein Leben ändern. Ja, du musst dein Leben ändern, gerettet werden. Nein. Einfach die rote Schnur war genug, sie zu retten. Und sie musste das den Israeliten zeigen, weil sie nicht ihr Herzen sehen könnte. Und sie zeigte ihre Glaube, wenn sie, was sagt die Bibel? So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Das heißt, vor anderen Leuten. Wir sind gerechtfertigt nur durch den Glauben vor dem Herrn und vor anderen Leuten sind wir gerechtfertigt bei Werken. Und die Bibel sagt in Vers 25, ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Wo sagt es, dass sie sauber war danach und dass sie aufgehört hat zu sünden? Die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich der Himmel als ihr, sagt Jesus zu den Pharisäern. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Wir sind gerettet, weil wir an Jesus geglaubt haben. Aber wenn wir keine Werke in unserem Leben haben, ist unser Glaube tot. Das ist nicht gut. Aber wir sind immer noch gerettet. Es ist wie eine tote Gemeinde, eine tote Kirche. Wir würden sagen, oh, diese Kirche ist tot. Diese Gemeinde ist tot. Was soll denn das? Wir meinen, dass diese Gemeinde nichts tut. Es ist keine Aktion dort, oder? Aber diese Kirche existiert trotzdem. Genauso wie toter Glaube existiert. Genau, und die Leute in dieser Gemeinde, vielleicht sind sie alle gerettet. Ja. Aber sie tun sehr wenig, oder? Moses, das kennen wir aus Deutschland, nicht wahr? Ja, das ist Deutschland. So viele tote Gemeinden gehen überhaupt nicht Seelen gewinnen, sind einfach Sonntagsgottesdienst und fertig. Obwohl sie gerettet sind. Ich kenne solche Gemeinden. Die ja, Leute gehen alle diese Leute in die Hölle? Natürlich nicht.